Von links nach rechts sehen wir in der Pressekonferenz zum Berliner Pokalendspiel den Captain Björn Brunnemann vom BFC Dynamo, den Trainer Thomas Stratos, dann Pressesprecher Kevin Langner vom BFV sowie der Präsident Bernd Schulz, Trainer Miroslav Jagadic von TASS und Captain Zvonimir Penava. Wir hätten keine Chance, aber die nutzen wir. Keine Chance, aber die nutzt ihr. Eine gewisse Chance gibt es immer. Und die gewisse Chance, die wollen wir nutzen. Und die Überraschung, der unterklassige Verein gegen BFC Dynamo, prozentual, wie hoch sind die Chancen denn? Also Mathe war nie meine Stärke, aber ich denke mal, wir haben eine Chance und die kann man nicht in Prozenten ausdrücken. Wie ist die Mannschaft in Form aufs Pokalendspiel gut vorbereitet? Hat Pokalendspiel, wie man sagt, wirklich eigene Gesetzmäßigkeit? Definitiv. Also erstmal ist die Mannschaft in sehr guter Form. Die Einstellung der Mannschaft stimmt. Und ja, und diese Floskeln, wenn man sagt, Pokal hat seine eigenen Gesetze, das ist nun mal so. Man sieht das auch bei im deutschen Pokal oder so, wenn man jetzt auch Bielefeld angeschaut hat und so. Also dementsprechend hat Pokal seine eigenen Gesetze und darauf hoffen wir. Wir sind die Mannschaft, die eben in der vierten Liga ist. Wir haben einen guten Lauf, wir haben eine gute Mannschaft, wir spielen zu Hause. Und es ist natürlich für den Verein eine wichtige Einnahmequelle als erstes. Und aber auch für das Ganze drumherum, wo man sagt, wir Hauptrunde, das ist ganz entscheidend, Gegner, den du bekommen kannst. Und aber auch immer noch eine Chance zu sehen, auch wenn man dann in der Hauptrunde den Gegner bekommt, was man daraus machen kann. Wenn ich sehe, natürlich sind jetzt zwei Mannschaften gegeneinander, Viertligist gegen Sechstligist. Dann schaue ich auf die Phase, die wir jetzt haben und der Gegner. Prozentual würde ich nie was von mir geben. Ich sage einfach mal, wir sind die Mannschaft, die gewinnen muss, aus meiner Sicht. Und das ist schon ganz klar eine Aussage. Ja, die Entwicklung sehe ich sehr positiv. Und ja, wie gesagt, ich habe erfahrene Spieler in der Mannschaft mit auch jungen Spielern drin, die natürlich von den Älteren lernen. Und ja, die gesunde Mischung macht das aus. Und ja, wir hoffen, dass die älteren Spieler die jungen Spieler mitziehen und dann am Mittwoch vielleicht mit einem kleinen Wunder das Pokalendspiel für uns, dass wir dann im Pokalendspiel dann eben siegen. Was haben Sie übernommen? Und wie sehen Sie die Entwicklung der Mannschaft? Ja, wir sind von der Anlage sind wir sehr unterschiedliche Typen, wie sie mit der Mannschaft umgehen, aber auch, denke ich, wie wir Fußball spielen wollen. Ich komme vom Fußball, das heißt, ich habe immer mein ganzes Leben nichts anderes gemacht als Fußball spielen, die Dinge zu regeln, drumherum alles zu machen. Die Art und Weise, wie ich spielen möchte, habe ich in der kurzen Zeit, denke ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Die Jungs spielen das sehr gut, lösen alle Dinge spielerisch und versuchen eben, den Gegner in den Griff zu bekommen und den Gegner laufen zu lassen. Das haben wir in den letzten Tagen oder letzten Wochen sehr gut umgesetzt. Also ist die Entwicklung aus meiner Sicht gut, wenn nicht sogar aus dem, wie die Jungs machen, sehr gut. Die Mannschaft ist fit, die Mannschaft ist gierig, die Mannschaft spielt guten Fußball. Natürlich haben wir ein paar angeschlagene Spieler, aber das lassen wir außen vor, weil wir sind im Moment jetzt da, dass wir ein Spiel spielen werden und jeder Spieler, der eben auf den Platz geht, hat es sich verdient. Und dann gibt es nicht irgendwelche Verletzten oder irgendwas, sondern es gibt eine Mannschaft und die wird auf dem Platz stehen am Mittwoch. Würden Sie sich über einen Aufstieg freuen in die Oberliga? Ja, sicherlich. Klar, also Möglichkeiten abgeschrieben habe ich es immer noch nicht. Ich denke ja, wie gesagt, immer von Spiel zu Spiel. Jetzt ist erstmal das Pokalspiel und wenn wieder die Meisterschaft beginnt, dann denken wir wieder an die Meisterschaft und da werden wir alles dran setzen, wenigstens als Tabellenzweiter dran zu bleiben und dann vielleicht reicht ja dann auch Tabellenplatz 2. Man sollte aber auch, wie gesagt, Hertha 06 nicht abschreiben, ist eine super Mannschaft, auch mit einem super Trainer und nicht, dass sich dann auf einmal immer, was in der Vergangenheit war, zwei Mannschaften streiten und der dritte freut sich. Also hoffen wir drauf und abgeschrieben habe ich es immer noch nicht. Wer wohl wird am Ende den Pokal überreicht bekommen? Es wird garantiert ein interessantes Finale. Es lohnt sich, am Mittwoch, den 20. Mai, Anstoß 19 Uhr, ins Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion zu kommen. Klar, wir sehen uns.